Weltweit gibt es Rennsportveranstaltungen. Sie werden in vielen Varianten von der Formel 1 bis hin zu Rallyes ausgetragen. Zahlreiche Fans verfolgen diese vor Ort oder im Fernsehen. TV Westsachsen hatte die Absicht, ausführlich von der AVD Sachsen Rallye zu berichten. Doch ein tragischer Rennunfall setzte der 15. Auflage dieses mit viel Spannung erwarteten Sportereignisses ein jähes Ende. Bestürzung, Betroffenheit, Mitgefühl. Fast schon in stillem Gedenken gehen die Zuschauer nach Hause. Die AVD Sachsen-Rallye ist abgesagt. Tausende hatten sich auf ein spannendes Rallye-Wochenende gefreut. Dann das Unfassbare und Tragische. Fahrer Kai Günther verunglückte etwa 1,7 Kilometer nach dem Start der WP1 Wolfersgrün auf der Flur zwischen Leutersbach und Lauterhofen. Nach Auskunft des Veranstalters soll Günther mit seinem Clio R3T von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Die Reifenspuren ließen den Schluss zu, dass der 48-jährige Pilot auf einem schnellen Bergabstück in einer langgezogenen Linkskurve mit dem Hinterrad auf den Randstreifen gekommen sei und in der Folge die Kontrolle über das Auto verloren habe. Obwohl Sicherungs- und Rettungskräfte sofort vor Ort waren, die Rettungskette tadellos funktioniert habe, erwiesen sich trotz aller Bemühungen die Verletzungen des Fahrers als zu schwer, sodass er noch am Unfallort verstarb. Der Beifahrer erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die WP Wolfersgrün wurde daraufhin abgebrochen. Inzwischen war die WP Glückaufbrücke bereits in vollem Gange. Diese Wertung wurde auch noch gefahren. Auch das Rahmenprogramm. Währenddessen kamen Organisatoren, Verantwortliche und die Crews zusammen. Rallye-Leiter Michael Görlich hatte darauf bestanden, alle Fahrer anhören zu wollen. Gemeinschaftlich wurde dann entschieden, die Rallye nicht fortzusetzen. Diese vom Streckensprecher dann umfänglich bekannt gemachte Entscheidung wurde vom Publikum mit Beifall honoriert und akzeptiert. Der tragische Unfall löste eine große und breit gefächerte Anteilnahme aus. Zur Zukunft der AVD Sachsen Rallye hieß es seitens der Veranstalter: Auch wenn der Unfall sehr tragisch ist, wir wagen einen Blick voraus. Wenn uns die Stadt Zwickau und alle beteiligten Ämter und Gemeinden auch weiterhin willkommen heißen, dann wird es 2020 wieder eine AVD Sachsen Rallye geben. Der Veranstalter der AVD Sachsen Rallye kondolierte und schrieb in seiner offiziellen Erklärung noch am selben Tag: Alle Beteiligten der Veranstaltung übermitteln ihr tiefstes Mitgefühl und Beileid an die Angehörigen, Freunde und Betroffenen der tragischen Ereignisse. TV Westsachsen schließt sich dem aufrichtig und mitfühlend an.